Hallöchen zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir einen Lamborghini 854 DT im Angebot. Der Mod ist die Versionsnummer 1.0 und der Mod hat selber eine Größe von 56 MB. Link wird in der Beschreibung unten drin zum Runterladen. Das fragen viele, wo ich denn die Mods her habe. Immer der Link unten in der Beschreibung drin. Da kommt ihr dann zum Mod, wo ihr dann runterladen könnt. So sieht der Lamborghini aus. Sieht auch schon vom Auspuff her, könnte man meinen, ist schon ein bisschen älter, aber ja, gut. Ich meine, ist ja okay. Ne? So, 90 PS Standard, 150 Liter Sprit, 43 km/h. Die 10.000 Liter hier, keine Ahnung, scheint wohl ein Anzeigefehler zu sein. Design kann man einstellen. Zunächst einmal Standard. Dann haben wir hier den Forstkäfig sozusagen und gar nichts. Das war's hier aber auch schon wieder. Design No Lampeggianti, wie auch immer das ausgesprochen wird. Dann haben wir hier mit einer Lampe oben drauf, Rundumleuchte. Dann haben wir ohne Rundumleuchte. Aber dafür hier mit Schutzblechen. Oder die nächste Option, Lampe plus Schutzbleche. Oder halt wieder keins von beidem. So. Motorausführung, 90 PS, 115 PS. Oder 19 PS, 90 PS. Mehr gibt es hier nicht. Frontlader kann man noch machen. Ja oder nein? Wir hängen ihn jetzt mal dazu und holen uns die Kiste, gucken uns die Kiste mal an. So sieht sie aus. Simpel als sie scheinbar ist, soll verbaut sein. Wir gucken, dass auch gleich drin ist der Motor auf jeden Fall. So sieht er von hinten aus auf jeden Fall. Und von vorn, von der Seite nochmal. Man kann hier nicht in den Motorblock gucken. Ja. Man kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ups, die Türe öffnen sozusagen, dann geht sie auf oder wieder zu. Das ist jetzt bei mir die Taste N. Man sieht es ja oben im Steuerungsmenü, sieht man es ja links oben, was man hier denn so tun kann. Hier kann man genau das gleiche machen mit N, Interaktion mit dem Fuß, nennt sich das hier bei Simple IC. Genau, das war das. Dann hüpfen wir mal in die Kiste rein. Jetzt sind wir in der Kiste drin. Ja, sieht soweit ganz in Ordnung aus. Er greift das Lenkrad nicht ganz an, wie ich sehe. Rundumleuchte funktioniert allerdings. Kein Problem. Wir hüpfen mal rein in die Kiste. Jetzt können wir hier aufs Kreuz zeigen. Türe geht auf. Türe geht wieder zu. Und hier könnt ihr die Frontscheibe öffnen. So heißt sich das ja genau. Dann könnt ihr hier nochmal dieses Ding. Bei mir ist es übrigens die Taste B. Müsst ihr gucken, was das bei euch ist. Es müsste eigentlich angezeigt sein. Wenn ich drauf gehe, ja, es wird zum Beispiel hier nicht angezeigt. Dann müsst ihr halt gucken, was für Taste bei euch da konfiguriert ist. Ich sag, bei mir ist es momentan die Taste B. Dieses Rückfenster können wir auch öffnen und schließen. Kein Problem. Hier ist zum Beispiel gar nichts. Da oben Licht an und Licht aus. Auch eine feine Sache hier. Ja, aber sonst geht hier, wie es aussieht, nichts weiter. Nö, geht nichts. Also testen wir mal die Hupe. Oh, die mal ganz andere Hupe. Dann lassen wir den Motor an. Sagt jetzt mir spontan nichts, was an dem Ton her. Füße bleiben stabil. Die Pedale bewegen sich zwar, aber die Füße bewegen sich nicht. Das Lenkrad wird zwar gedreht, aber ihr seht selber, Lenkrad ist nicht richtig angefasst sozusagen. Lenkrad müsste praktisch dicker sein, als es anfasst. Hoch und runter ist gleicher Sound. Kabel stecken drin, also ich immer Kabel sagt, Schläuche meine ich natürlich steckt drin. Zumindest ein Schlauch, der andere Schlauch sozusagen nicht, der hängt hier in der Gegend rum. Und wenn er abkuppelt, hört man so, gibt es einen anderen Sound. Passt soweit. Fronthydraulik hat er keine. Wird hier ein bisschen kaputt an, so ein bisschen der Sound. Hydraulik passt soweit. Beziehungsweise nicht. Frontlader meine ich natürlich, ne? So. Hinten sieht es dann so aus. Das sieht ein bisschen kleppern an. Aber er kommt auf die 43 km/h, kommt er schon.
Er kleppert aus allen Rohren. Okay, nicht übertrieben jetzt gesagt. Fahren tut sich eigentlich recht gut. Ist fast soweit. Lenkung funktioniert soweit, auch in Ordnung. Jetzt gucken wir mal kurz in die Nacht rein, wie er sich denn da verhält. Ich denke ja aber, dass es da auch funktionieren wird. Die ganze Sache. So, einmal Licht haben wir hier und da. Zweimal Licht haben wir wiederum vorne. Dreimal Licht geht dann auch hinten was an. Und wieder alles aus. Innen drin einmal Licht. Man sieht hier ein kleines grünes Symbol. Aber sonst geht hier nichts. Zweimal Licht, dreimal Licht, viermal Licht passiert gar nichts schon. Dann können wir hier oben das Licht einschalten. Dann haben wir hier ein bisschen Beleuchtung drin. Auch eine feine Sache, das. So, gucken wir kurz in die Logdatei rein. Ich sehe jetzt gerade hier keinen Fehler. Würde sagen, das passt soweit. Ja, mal nochmal rausgucken. Blinker. Die Seite funktioniert, die andere Seite funktioniert auch. Und die Warnblinker hier und da. Da funktioniert. Oben haben wir schon getestet, funktioniert ja auch natürlich. Ja. Gut, wie gesagt, Link wieder in der Beschreibung unten drin, mit dem Runterladen. Und wie gesagt, 56 Megabyte groß, klein, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Abo oder ein Däumchen, würde mich freuen. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis denne, ciao.